Heute möchte ich zeigen, wie leicht man mit Dubletten umgehen kann, wenn sie dann doch einmal entstanden sind. In der Regel passiert das bei uns nur durch doppelte Importe, denn beim manuellen Anlegen weisen wir sie eigentlich direkt auf eine mögliche Dublette hin, sodass Ihnen das beim manuellen Anlegen eigentlich gar nicht mehr passieren kann. Beim Import ist das nicht ganz so einfach, denn wenn Sie einen Manfred Müller importieren und bereits einen Manfred Müller in Ihrem Account haben, dann muss es sich nicht zwangsläufig um eine Dublette handeln. Wir können also nicht direkt irgendwelche Leute zusammenführen, sondern in dem Fall entstehen leider diese Dubletten. Es gibt aber eine automatisierte Möglichkeit bei uns, wie Sie damit umgehen können. Aber beginnen wir erstmal ganz vorne. Auf der Übersichtsseite meiner Person sehe ich nämlich jetzt erstmal zunächst direkt, dass es Dubletten gibt. Ich sehe hier zum Beispiel Frau Bohnenkamp, ist doppelt, aber hier unten geht es auch direkt weiter. Henry Ford kenne ich auch offensichtlich zweimal, gleiche Firma hier an der Stelle schon mal. Das heißt, offensichtlich habe ich ein größeres Dublettenproblem. Wenn es sich um Einzelne handelt, kann ich das bei uns ja hier oben mit der Zusammenführen-Funktion sehr sauber lösen, indem ich einfach hier oben auf Zusammenführen gehe und diese zwei Personen dann zusammenführe. Wir wollen aber heute diese Automatik ausprobieren, die im Hintergrund über Ihren kompletten Account läuft und sozusagen alle Dubletten findet und auch automatisch zusammenführen kann. Um das anstoßen zu können, müssen Sie der Inhaber des Accounts sein. Also Sie müssen den Account angelegt haben oder Sie müssen die größten möglichen Rechte sozusagen für diesen Account haben, weil es natürlich um eine relativ umfangreiche Funktion geht, bei der man nicht sich aus Versehen mal irren sollte. Gehen Sie hier oben rechts auf das Zahnrad und die dritte Option sind die Account-Einstellungen. Wenn Sie der Account-Inhaber sind, dann sehen Sie diese Einstellungen. Ansonsten müssten Sie mal denjenigen fragen bei sich im Unternehmen, der das System angelegt hat. Wenn Sie dort draufgehen, finden Sie im rechten Bereich unter Account anpassen die Option Dubletten finden und entfernen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und hier wird auch relativ umfangreich schon erklärt, welche verschiedenen Optionen es gibt, um mögliche Dubletten zu finden. Es gibt natürlich verschiedene Dubletten. Zum Beispiel gibt es Dubletten bei Personen, die man anhand der E-Mail-Adresse relativ gut erkennen kann. Wenn die E-Mail-Adresse gleich ist, exakt gleich ist, ist das ein ziemlich starkes Indiz dafür, dass es sich um eine Dublette handelt. Das muss aber auch nicht immer der Fall sein. Bei Info-Ad-Adressen zum Beispiel ist es eben auch nicht ganz eindeutig. Oder bei Verteiler-E-Mail-Adressen, wenn Sie zum Beispiel den Presseverteiler-Ad irgendetwas haben, dann muss das auch nicht zwangsläufig ein und dieselbe Person sein. Diese Info-Ad-Adressen schließen wir schon aus. Das heißt, wenn Sie zwei Personen haben, die die Info-Ad-Adresse haben, dann würden wir die nicht, die dieselbe Info-Ad-Adresse haben, würden wir die nicht zusammenführen. Das ist also erstmal der, ich sag mal, meistens sicherste Weg, einfach über die E-Mail-Adresse zu gehen. Und es gibt dann noch eine Reihe andere Funktionen oder andere Optionen, um Dubletten zu erkennen. Das machen wir im späteren nochmal. Hier unten ist immer ein Haken gesetzt beim sogenannten Vorschau-Modus. Das heißt, erstmal passiert gar nichts, wenn Sie jetzt auf Dubletten zusammenfassend passieren. Das Einzige, was wir tun, ist, den Dubletten einen Tag zu geben, damit Sie einfach mal schauen können, Mensch, welcher wurde denn jetzt eigentlich erwischt von meinen Personen zum Beispiel. Sie können diesen Dubletten-Check auch für die Firmen laufen lassen oder gleichzeitig auch für Personen und Firmen. Das ist dann synonym. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen und versuchen mal, Personendubletten anhand der E-Mail-Adresse und dem Nachnamen zu erkennen. Ich klicke jetzt hier auf Dubletten zusammenfassen und jetzt kommt hier ein kleiner Hinweis. Wir bearbeiten Ihre Dubletten jetzt im Hintergrund. Das kann jetzt, je nachdem wie groß Ihr Account ist, ein paar Minuten dauern. In der Regel geht das relativ flott. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf die Personenseite hier wieder und sehe bereits, jetzt gibt es hier Neuigkeiten. Die Vorschau der Personendublettensuche hat 6 Personen mit dem Tag Dublette versehen. Gut, dann schaue ich also mal bei dem Tag Dublette, das finde ich ja immer hier rechts auf der Personenübersichtsseite, setze einfach den Haken und sehe jetzt meine 6 Treffer. Offensichtlich war hier Sabine Süsters, genau, ist doppelt in meinem Account, Herr Wimpelmann und Herr Wolf. Man sieht hier in der rechten Spalte auch schon, das Indiz, was wir gewählt haben, war ja die E-Mail-Adresse und die sind hier nun wirklich exakt gleich bei den beiden und hier auch. Das heißt, hier hätte ich schon mal ziemlich sicher exakt die Dubletten ermittelt und wenn ich jetzt nicht den Vorschau-Modus angemacht hätte, wären diese 3 Dubletten sozusagen oder diese 6 automatisch zusammengefasst worden. Versuchen wir es nochmal und gehen mal nochmal einmal auf die Account-Einstellungen und noch einmal zur Dublettensuche, denn die Person, die wir ganz am Anfang gesehen hatten, den Herrn Henry Ford zum Beispiel, der war jetzt ja noch nicht dabei. Versuchen wir es also mal mit der zweiten Option.
Erkennung anhand Vor- und Nachname sowie der zugeordneten Firma. Das heißt, in dem Fall nehmen wir wieder den Manfred Müller zum Beispiel. Sie haben zweimal Manfred Müller in ihrem Account. Einmal arbeitet der Manfred Müller bei Bayer und einmal arbeitet der Manfred Müller bei der Daimler AG. Das heißt, das wäre nicht ein und dieselbe Firma. In dem Fall würde die Doublette also nicht erkannt oder auch nicht zusammengeführt werden. Wenn Sie hingegen zwei Leute haben, die Manfred Müller heißen und bei Daimler arbeiten, dann wäre das quasi zutreffend und das wäre eine Doublette nach diesem Muster. Wir lassen hier unten den Vorschau-Modus nochmal an und klicken einfach nochmal drauf. Jetzt werden wieder die Doubletten im Hintergrund bearbeitet. Wir gehen nochmal auf die Personenseite. Offensichtlich läuft das Ganze noch. Ich kann hier auch schon so ein bisschen klicken, genau. Und jetzt ist es offensichtlich abgeschlossen. Die zweite Meldung sagt jetzt, Vorschau der Personendoublettensuche hat 9 Doublettentags vergeben sozusagen. Und hier sieht man nun auch, dass mein Henry Ford zum Beispiel dabei ist. Wir hatten gesagt, das Kriterium, was wir gewählt haben, ist Vor- und Nachname muss gleich sein. Das ist hier der Fall. Und die Firma muss dieselbe sein. Das ist in beiden Fällen die Ford Motor AG. Und insofern wäre das jetzt zutreffend. Und der Henry Ford würde jetzt also zusammengeführt werden. Die dritte und letzte Option, die ich Ihnen jetzt erstmal hier zeigen möchte, ist das Zusammenführen oder Erkennen einfach nur anhand von Vor- und Nachname. Das ist natürlich das Unsicherste, was Sie im Prinzip machen können. Da sollten Sie also Ihre Daten so ein bisschen kennen und wenn Sie irgendwie einen Account haben mit 20.000 Personen drin, dann wäre ich da, glaube ich, relativ vorsichtig, einfach damit Sie nicht versehentlich Leute zusammenführen, die gar nicht zusammengehören. Im Vorschau-Modus ist das aber, wie gesagt, alles kein Problem. Wir können den einfach mal laufen lassen und werden dann ja gleich sehen, ob es da irgendwie sehr viele gab, die eben nicht richtigerweise Doubletten sind. In dem Fall sollte man dann das wahrscheinlich nicht machen. Wenn man diese Doubletten, die dann getroffen wurden, quasi einmal durchschaut und feststellt, Mensch, das passt alles, kein Problem, dann können Sie natürlich auch diese Art problemlos wählen, um Ihre Doubletten sauber und schnell zusammenführen zu lassen. Gehen wir nochmal auf die Personenübersichtsseite und sehen jetzt, die letzte Meldung hat nochmal ein paar mehr Doubletten gefunden. Das sind jetzt 14 Kontakte, die mit dem Tag Doublette versehen wurden. Hier sind jetzt auch zum Beispiel Frau Bohnenkamp dabei oder noch Hans Müller sind dabei. Bei Frau Bohnenkamp sieht man jetzt ziemlich eindeutig, Vor- und Nachname sind exakt gleich. Der Firmenname ist aber unterschiedlich. In dem ersten Fall hat Frau Bohnenkamp eine Firma, sie arbeitet bei der Online News. Im zweiten Fall hat sie keine Firma. Auch die E-Mail-Adresse ist unterschiedlich. Einmal ist es ute.bohnenkamp@example.com und einmal ist es ute@bohnenkamp-example.com. Das heißt, die E-Mail-Adressen sind unterschiedlich und es gibt auch keine gleiche Firma. Deswegen wurde Frau Bohnenkamp jetzt erst im letzten Schritt bei der Doublettensuche nach Vor- und Nachname gefunden. So, wenn ich jetzt hier mal durch meine Doubletten durchschaue, dann kann ich ziemlich sicher sagen, das sind alles wahrscheinlich Doubletten, die auch durchaus zusammengeführt werden können. Hier sieht man zum Beispiel noch Wolf und Wolf, Förster und Förster GmbH. Hier gibt es noch einen Werner Wolf, der hat jetzt keine Firma und keine Daten. Da kann ich dann im Zweifel nochmal reingucken. Der ist jetzt auch ziemlich leer offensichtlich. Insofern wird das wahrscheinlich auch die Doublette sein. Gehe ich nochmal auf die Personenübersichtsseite. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, das kann ich durchaus so laufen lassen. Das heißt, ich gehe wieder auf meine Account-Einstellungen. Wieder auf Doubletten finden und entfernen, wähle also diese letzte Option, die ich jetzt gerade ausgewählt habe und nehme diesen Doubletten-Vorschau-Modus mal raus, sodass jetzt die Doubletten tatsächlich auch zusammengeführt werden. Jetzt bekomme ich nochmal so einen Warnhinweis, dass ich das jetzt wirklich mache und dass die Doubletten jetzt auch wirklich zusammengeführt werden können. Das wird nämlich oder das kann nämlich schlecht rückgängig gemacht werden. Viel besser gesagt, das kann nicht rückgängig gemacht werden, weil Ihre Doubletten dann natürlich vermischt sind oder die Informationen der zwei Personen dann natürlich vermischt sind. Das können wir also so nicht mehr zurückdrehen. Deswegen sollten Sie sich hier dann sicher sein. Genau dafür haben wir aber diese Vorschau-Modus, damit Sie einfach mal schauen können. Sie können natürlich diese Bereinigungen auch Schritt für Schritt machen. Ich hätte also jetzt erstmal sagen können, bitte mach das jetzt nur für die, bei denen exakt die E-Mail-Adresse gleich ist oder mach es nur für die, bei denen der Vor- und Nachname und der Name der Firma exakt gleich ist. Also das kann man natürlich auch in einem mehrstufigen Prozess machen, wenn man da nochmal auf Nummer sicher gehen möchte. Aber ich hatte jetzt ja alle meine Doubletten durchgeschaut und insofern kein Problem zu erwarten.
Jetzt gehe ich mal auf die Personenübersichtsseite wieder und sehe jetzt die letzte Meldung. Die ist jetzt ein bisschen anders. Da steht nämlich jetzt, dass die Dubletten von 6 Datensätzen zusammengeführt wurden. Das sind also jetzt alle, die exakt zusammengeführt wurden. Ich mache jetzt mal hier meinen Filter aus. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, also Frau Bohnenkamp sieht man zum Beispiel jetzt nur noch einfach, ja, die ist jetzt nicht mehrfach da, Henry Ford ist auch nicht mehrfach da, das heißt, ich glaube hier unten waren jetzt keine mehr, die sind auf den nächsten Seiten dann alle, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, was denn jetzt passiert ist mit zum Beispiel Henry Ford, ich habe den hier schon mal geöffnet. Das ist sozusagen der eine Henry Ford vor der Zusammenführung und das ist der andere Henry Ford vor der Zusammenführung. Man sieht also, in dem einen Fall gibt es eine Aufgabe, es gibt ein Bildchen, relativ viele Kontaktinformationen, also E-Mail-Adresse, Webseite, es gibt eine Beschreibung und es gibt eine E-Mail und eine Notiz. Bei dem anderen Henry Ford, der offensichtlich von einem anderen Kollegen angelegt wurde hier oben, gibt es eigentlich nur eine Notiz und das war es einfach. Die Adresse ist hier vererbt von der Firma, also kommt von der Ford Motor AG. Das heißt, die hängt jetzt auch gar nicht bei Herrn Ford selber dran. Ist also in dem Fall auch kein Problem. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn jetzt mit Henry Ford geworden ist, nachdem der Dublettencheck ihn quasi erwischt und zusammengeführt hat. Denn die Idee der ganzen Geschichte ist ja, dass sie keine Informationen verlieren, dass sie also nach dem Zusammenführen das Beste aus beiden Welten haben. Und das wäre in diesem Fall natürlich jetzt ein Henry Ford, der ein Bild hat, der die Firma hat, der die Aufgabe noch hat, alle Verbindungen noch hat, der sämtliche Notizen und E-Mails hat. Da sehen wir jetzt schon, das ist auch hier der Fall. Wir hatten hier vorne eine Notiz, die kommt quasi vom zweiten Henry Ford, von dem hier, ne? Und von dem anderen Henry Ford müssten eine E-Mail und eine Notiz kommen. Das heißt, die Notiz und die E-Mail sehen wir hier unten. Diese Informationen wurden also schon zusammengeführt und die ganzen restlichen Informationen stammen eigentlich von dem ersten umfangreicheren Henry Ford, wo es hier Telefon, E-Mail-Adresse, Webseite und eben diesen ganzen Beschreibungstext, ebenso wie natürlich die Tags und Schlagworte, die werden natürlich auch zusammengenommen. Das heißt, Sie haben hier in diesem Fall wirklich keinen Datenverlust gehabt und alles wurde sauber zusammengeführt und Sie haben eigentlich nur Ihre Dublette nicht mehr auf der Übersichtsseite stehen, was das Ganze natürlich ein bisschen angenehmer macht. Es macht übrigens keinen Unterschied, ob Sie diese Dubletten automatisch zusammenführen, so wie wir das jetzt gemacht haben, wo wir quasi einmal über Ihren kompletten Account laufen und die nach Ihrem gewählten Schema gefundenen Dubletten zusammenfassen oder ob Sie das manuell machen, wie wir das auf der Seite am Anfang gesehen haben, ne? Wo Sie einfach zwei Leute anklicken zum Beispiel und auf Zusammenführen gehen. Also die Logik dahinter ist dieselbe. Wir werden bei beiden das gleiche Ergebnis erzielen. So viel zu dem Dublettencheck und der dem Automatismus dahinter. Ich hoffe, das macht es einigermaßen klar. Und Sie haben jetzt etwas weniger Scheu vor diesem Mechanismus. Sie können, wie gesagt, immer diesen Dublettencheck einmal im Vorschau-Modus laufen lassen und dann sind Sie wirklich sicher, welche Leute wurden denn jetzt überhaupt erfasst. Nicht, dass da irgendwie einer aus Versehen reinrutscht, der da gar nicht reingehört. Wie gesagt, für Firmen können Sie das Ganze genauso machen. Da wählen Sie dann einfach die andere Option in dem automatischen Dublettencheck.